wenn ihr euch jetzt fragt, wo ihr hier bloß gelandet seid, dann sagen wir euch, dass es hier um Tabletop- und Miniaturenspiele geht. Magabotato heißt die Sendung. Und die News, die erste Rubrik. Halloween naht und so wagen sich auch langsam die diesjährigen Promofiguren ins Rampenlicht. So auch wieder Skibor, welche die Welt mit R2-D2 im 28mm Maßstab bereichern. Reaper-Managers gewähren einen kleinen Vorgeschmack auf kommende Leckerbissen. Unter anderem planen sie einen schicken Zyklopen, einen Pharaonen-Knochendrachen und einen Mausling Outer Space. In ein paar Tagen ist es wieder soweit. Vom 20. bis 23. Oktober öffnet die weltweit größte Publikumsmesse für Spiele, die Spiel in Essen ihre Pforten. Magabotato wird in Halle 6 mit einem eigenen Stand auch vertreten sein. Findest du meinen Teint heute auch so strahlend? Naja, so ein bisschen akzentuieren könnte man da noch. Oh, das war jetzt gemein. Ja, und deswegen male ich jetzt auch. Und was? Haut. War klar. Kuckuck, da bin ich wieder. Ich habe dem Dennis wieder sein Atelier geklaut und heute geht es, wie ihr es mit Sicherheit erraten habt, ums Malen. Ich wurde in letzter Zeit ziemlich häufig gefragt, wie ich denn die Haut von meinen Figuren so bemale und deswegen geht es heute einfach mal um Haut. Ich zeige euch 2 bis 3 unterschiedliche, einfachere bis komplexere Maltechniken dafür. Bei dieser Figur haben wir eine der einfachsten Bemalmethoden überhaupt benutzt. Wir haben sie einfach weiß grundiert und mit Orgrim Flash von Games Workshop haben wir die einfach einmal gewasht und das ist das Ergebnis, eine ziemlich blasse Haut. Für den Spieltisch aber komplett ausreichend. So, um meine Standardhaut zu machen, gehe ich folgendermaßen vor, wie bei dieser Figur schon zu sehen. Ich habe sie einmal mit Dwarf Flash von Games Workshop komplett einmal übergemalt, beziehungsweise die Haut, und dann einmal mit Orgrim Flash getuscht. Und jetzt fangen wir an, die Figur wieder zu schichten. Jetzt nehmen wir die Grundfarbe, in diesem Fall Dwarf Flash, die wurde durch das Orgrim Flash hin abgedunkelt. Und wir versuchen, diesen Hautton wieder hinzubekommen. Das heißt, wir nehmen das pure Dwarf Flash und akzentuieren per Schichtmethode die hervorstehenden Stellen. In diesem Fall ist es, wir fangen mit den leichten Stellen an. Das kann gerne ein bisschen großflächig sein, aber darauf achten, dass zumindest die Rillen und die Übergänge abgedunkelt bleiben. Hier empfehle ich auch, die Farbe einigermaßen dünn anzumischen, damit wir später weichere Übergänge haben. Lieber die Farben etwas dünner machen, dafür decken sie nicht ganz und dann eine zweite Schicht drüber, als zu dick und zu klumpig das Ganze aufzutragen. Immer schön, je weiter das zu irgendwelchen Übergängen geht, wie man da sieht, da dann die ursprüngliche Farbe stehen lassen, sonst bringt das ganze Wash ja gar nichts, das in die Rillen läuft. So, um die Grundfarbe jetzt aufzuhellen, nehmen wir kein Weiß, wie viele das vielleicht glauben, sondern wir nehmen eine Knochenfarbe, Beige, in diesem Fall benutzen wir Bleach Bone von Citadel und mischen zu unserer Mischung ungefähr 1 bis 2 gute Pinsel dazu, je nachdem, wie stark ihr die Übergänge haben wollt. Vermischen das gut und nehmen immer noch etwas Wasser dazu, damit der Übergang nicht allzu hart wird. So, und wie beim Schichten gelernt, werden wir mit der helleren Farbe jetzt an den erhabeneren Stellen die Figur noch ein bisschen highlighten. Immer darauf achten, dass was von der vorangegangenen Farbe noch was übrig bleibt, damit wir den Übergang haben. Wenn ihr euch vermalt habt, ist das in diesem Fall gar nicht so schlimm, wenn ihr schnell reagiert, da die Farbe recht nass ist. Einfach den Pinsel in Wasser tunken, ein bisschen abstreifen. Mit dem feuchten Pinsel kann man die Farbe noch ein bisschen hin und her schubsen. Vielleicht kriegt man das sogar oft noch hin, dass die Farbe einfach nochmal besser zerläuft. Wer möchte, kann das weiterhin jetzt mit der Knochenfarbe highlighten. Wir gehen einfach mal einen Schritt weiter und werden die Spitzen setzen und das machen wir dann mit einem Weiß. Da werden wir ein klein wenig Weiß reinnehmen, um die Spitzen zu nehmen. Ich nehme dafür meistens das Weiß von Duncan, aber aufgrund der Tatsache, dass die Duncan-Farben sehr matt austrocknen und das alles nicht so stark glänzt, einfach ein bisschen was reintunken, nicht allzu viel. Und dabei ist es wichtig, das Ganze stark mit Wasser zu verdünnen. Denn wenn wir jetzt diese Farbe direkt auftragen, wird der Kontrast viel zu stark. Außer man möchte so einen harten Comic-Look haben. Und deswegen ordentlich das Ganze mit Wasser verdünnen, dass die Farbe transparenter wird und man dadurch viel genauer arbeiten kann. So, dafür nehmen wir jetzt einen feineren Pinsel, weil wir jetzt nicht so großflächig arbeiten. Und tragen das wirklich nur auf die krass gehighlighteten Stellen auf, dass die Techniken zeigen. Das sieht ja schon mal ganz okay aus. Jetzt hat sie eine schön gesunde Hautfarbe. Nicht zu blass, nicht zu rot. Was wir jetzt noch machen, was uns nämlich auffällt, ist, es wirkt hier an den Rändern, obwohl da schon das Wash drin war, hat man immer so das Gefühl, so, irgendwie wird das Ganze ein bisschen platt. Deswegen machen wir es so, wie wir es beim Goldmalen gemacht haben. Und zwar das sogenannte Blacklining, wenn wir verwenden. Sprich, wir nehmen einen sehr feinen Pinsel und tragen dort stark verdünntes Schwarz oder ein Wash auf. Und zwar nur dort, wo die Haut auf irgendwelche anderen Teile trifft, wie Kleidung oder irgendwie Schmuck oder sonstiges. Da empfehle ich einen ganz, ganz feinen Pinsel. Und da auch die Farbe recht dünn halten, nicht zu stark. Je stärker das Schwarz ist, desto größer ist der Comic-Look, den ihr dadurch erreicht. Am besten ist, wenn man das fast gar nicht merkt. Sobald das getrocknet ist, merkt man aber definitiv den Unterschied, weil der Kontrast dadurch stärker ist. Das ist natürlich eine Maltechnik, die
viel Fingerspitzengefühl braucht. Deswegen empfehle ich da fast immer einen Wash zu nehmen. Das bügelt so einige eigene Fehler aus. Vielleicht auch nicht für jede Figur empfehlenswert, je nachdem, wie viel Mühe ihr da reinstecken wollt. Das Blacklining empfehle ich aber immer dann einzusetzen, wenn die eigentlichen Flächen schon fertig bemalt sind. Sonst besteht die Gefahr, dass das Blacklining überhaupt nichts bringt, wenn man dann drüber malt. So, ich hoffe, meine Tipps haben euch geholfen. Es wäre natürlich super, wenn ihr mir wieder irgendwelche Bilder schickt von den Figuren, die ihr nach den Techniken bemalt habt. Oder wenn ihr noch weitere, bessere Vorschläge habt, gerne zu mir. Entweder an die E-Mail-Adresse, die jetzt hier eingeblendet wird, oder postet sie einfach bei uns bei Facebook. Wir versuchen sie alle zu kommentieren. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Atelier bestimmt auch wieder. Der Sommer ist zwar vorbei, aber manche Dinge ändern sich nie. Ja, man kann sich zum Beispiel darauf verlassen, dass jemand von uns mit irgendeiner perversen um die Ecke kommt. Darf man im Fernsehen sagen? Keine Ahnung, aber wir sind ja im Internet. Ach so, und da darf man das? Na klar. Cool. Und was ist mit hat? Fiona, findest du nicht auch, es wird endlich mal Zeit, unseren männlichen Zuschauern so richtig zu danken? Für langanhaltende Treue und das Ertragen meines Bling-Bling-Marines? Ja, dafür auch. Und womit könnte man Männern eine bessere Freude machen als mit nassen T-Shirts? Gute Idee, Delia, da bin ich dabei. Also, das hat mich jetzt irgendwie auf den Geschmack gebracht. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Vor einigen Wochen haben wir euch die neuen Amazonen von Freebooters Fate vorgestellt. Nun ist das komplette Erweiterungsbuch Deep Jungle erschienen. Ja, und was die Dschungelliga-Erweiterung so alles kann und was es Neues gibt, zeigen wir euch jetzt. Captain! Captain! Freebooters Fate in sich, Captain! Gut, Mr. Dennis! Hiss die Segel! Ei, ei, Captain! Mr. Dennis, das hatten wir doch alles schon einmal! Ja, aber jetzt ist die Erweiterung Deep Jungle erschienen! Captain! Gut, dann tackel die Takelage! Ei, ei, Captain! Über 10 Staffeln ist es schon her, da haben wir euch das erste Mal in die Welt von Freebooters Fate entführt. In Folge 56 haben wir euch die neuen Amazonen vorgestellt, jetzt halten wir endlich das neue Regelwerk in den Händen. Und neben der Mannschaft der Amazonen enthalten die 80 vollfarbigen Seiten neue Missionen, neue Regelanpassungen und natürlich neue Charaktere für die übrigen Fraktionen. Neue Goblins, neue Goblins, neue Goblins! Okay, okay, die Amazonen haben wir ja schon in Folge 56 vorgestellt und damit Steffbert Ruhe gibt, hier ein kleiner Ausblick auf die neuen Goblin-Piraten und die anderen neuen. Mit Fechtmeister Bolu bekommen die kleinen grünen Giftzwerge einen neuen Anführer spendiert. Dem zur Seite kann man seine Verwandte Momagalina stellen. Ein riesiges, dickes, hässliches, monströses Goblin-Vibe. Besonders interessant aber finden wir Grog. Und ja, wir meinen beides. Das alkoholische Getränk als auch den neuen Goblin-Spezialisten. Der rennt nämlich in einem Rumpfass umher und kann, wenn er will, sich ganz in ihm verstecken. Gegnerische Schützen können ihn dann nicht mehr von einem normalen Fass unterscheiden und wiederum können ihn seine Kameraden als Deckung benutzen. Allgemein greifen die Jungs von Freebooters Fate tief in die Kreativkiste. Die Piraten bekommen neben zwei neuen Anführern auch Ex-Captain Jack. Dieser in die Tage gekommene Pirat kann einfach mal gar nichts, ist dafür aber umso witziger. Seine Bewegungsreichweite errechnet sich zufällig und er ist hin und wieder so verwirrt, dass er auch mal auf seine eigenen Leute feuert. Jack, du bewachst den Rum, während ich mich um die Bruderschaft kümmere. Was? Ich bin dumm und ein luderhafter Lümmel? Die werde ich moorisch lehren. Der Geheimbund der Bruderschaft bekommt neben einem neuen Gefolge den Dottore. Der Dottore ist ein neuer Anführer und kennt sich bestens mit allerlei Mixturen aus. Für je 10 Dublonen kann man sich zu Spielbeginn 0-3 Fläschchen Tokasana kaufen. Ein Aufputschmittel, das einen kurzfristig stärker macht und an befreundete Charaktere gegeben werden kann. Leider ist dieses Mittel der einzige Ausrüstungsgegenstand im ganzen Spiel. Die schon im Grundbuch erwähnten Regeln für Ausrüstung kommen daher nur bei der Bruderschaft zu tragen. Alle anderen müssen wohl noch warten, bis sie ihre Mannschaft mit Gegenständen pushen können. Erwähnen möchten wir aber auch noch Colpo Di Mano mit seiner Rauchbombe. Endlich ein cooles Gadget, wie es sich für eine Geheimoperation gehört. Und jetzt Schnuppergas, Bösewicht! Aber die Armada kommt natürlich auch nicht zu kurz. Neues schießwütige Gefolge und Jaronio, dem Anführer, den ein kleiner, Mobs begleitet. Dafür kann Jaronio aber, wie bei den Amazonen, die Seeleute seines Gefolges gegen Gebühr aufwerten. Diese bekommen die Fähigkeiten parieren und können einen Treffer mit etwas Glück abwehren. Als Spezialist kommt Arondado ins Spiel. Dieser Zündelmeister kann Geländestücke in die Luft jagen. Haben die Amazonen wieder zu viel Dschungel aufgestellt? Die Bruderschaft schon wieder zu viel schützende Häuser? Kein Problem. Ist Arondado im Spiel, kann zu Beginn des Spieles ein beliebiges Geländestück pulverisiert werden. Damit wird es auch zu einem unpassierbaren Geländestück. Also frisch aus der Sandkiste, dreifach geschüttelt, vierfach gerüttelt, einmal hier. Wag es ja nicht.
Apropos Gelände. Dieses lässt sich bestenfalls in den ebenfalls enthaltenen neuen Missionen einsetzen. Neben der bereits erhältlichen Minikampagne um die Söldnerin Kalani gibt es noch 5 weitere neue Szenarien zu spielen. Ganz neu ist, dass alle Geländearten wie zum Beispiel Wald, Gebäude oder Gewässer je einem Geländetyp zugeordnet sind. Ein Geländetyp kann zum Beispiel offen, hinderlich oder massiv und damit undurchdringlich sein. Bei Geländeplatzierung vor Spielbeginn dürfen von jedem Spieler nur maximal 3 Geländestücke eines Typs aufgestellt werden. Damit wird gewährleistet, dass einzelne Mannschaften keinen argen Vorteil haben. Wir finden, dass das Gelände bei Deep Jungle nun eine noch größere Rolle spielt als noch im Grundspiel. Man sollte sich daher vor Spielbeginn einigen, welches Geländestück genau was darstellt, damit es später nicht zu Streitereien kommt. Doch deswegen braucht man seine liebevoll gestaltete Stadtplatte nicht wegzuwerfen. Wir sind ja Piraten. Da sind das ja eh mehr so Richtlinien. Eine kleine Kleinigkeit gäbe es da noch. Leider wurde einmal offenbar versehentlich die falsche Charakterkarte beim Goblin Puyamen abgedruckt, sodass man ohne Figur nicht alle Werte auf einen Blick hat. Auch haben einige wenige Bilder einen merkwürdigen Blaustich, aber bei letzterem ist das schon meckern auf hohem Niveau. Und, Mr. Dennis, was sagen Sie dazu? Ei, Captain, diesen Schatz sollten wir uns auf jeden Fall in den Nagel reißen. Es gibt wenig auszusetzen. Neben den neuen Inhalten gibt es endlich auch einen Index, der beide Bücher umfasst. Und eine Liste mit den Heuerkosten aller Charaktere gibt es auch. Das wollte ich hören, Mr. Dennis. Ab in die Kapitänskajüte! Oh nein. Das ist jetzt offiziell das Ende. Ha, aber nur von Folge 58, nicht verzagen, Magabotato-Fragen. Schreibt uns Anregungen, Gedöns und irgendwas Tolles per Mail in die Comments oder auf Facebook. Vergesst auch nicht unseren Twitter-Account für die kleine Meldung für zwischendurch. Bis nächste Woche.